Kann ich so nicht sagen. Hey. 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 Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 3, der Remastered Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir sozusagen auf der Weltkarte die drei Hauptplätze, sag ich mal, bestritten. Jetzt müssen wir scheinbar wieder zurück zur Antarktis oder... Auf jeden Fall zur Antarktis ist jetzt der letzte Punkt. Also ich kann jetzt nirgendwo mehr auf der Karte switchen. Heißt, es geht jetzt zur Antarktis. Hier ist Emlax an Basis. Bitte komm, Basis. Bitte komm. Alles tot, Mann. Wir müssen landen. Das wird zu wild. Festhalten da hinten! Doch nicht abgestürzt. Ich dachte, wir stürzen jetzt ab. Das war knapp. Okay, ja gut. Antarktis. Es geht hier ab. Wir müssen wahrscheinlich auf das Schiff, hä? 7 Schuss haben wir von der Deagle noch, aber wir nehmen erstmal die MP5. Davon haben wir mehr als genug Munition. Ich denke mal, ich darf nicht ins Wasser, oder? Uiuiui. Ja, die Kiste sieht nicht so aus, als ob man die verschiebt. Nee. Gott, Vorsicht, Lara. Hier ist eine Hütte. Hier brauchen wir scheinbar einen Schlüssel, um da reinzukommen. Oben drüber ist auch nichts. Drüben irgendwas? Da ist ein Höhleneingang. Hier ist im Eis ein Medikit. Vielleicht muss ich das Eis zerschießen oder so. Oder kann ich doch ins Wasser? Bin gerade überfragt, wie es hier weitergeht. Ja, okay, wir kommen wahrscheinlich vom Boot dann runter erstmal, ne? Oh. Ja, man kann schon ins Wasser. So ist es sehr stark danach aus. Ich kann es ja mal probieren. Aber die Ausdauer schwindet sehr schnell. Ah, das ist ihre Körpertemperatur da drunter oder was? Okay, man kann scheinbar nicht so lange im Wasser bleiben. Aber ist ja auch logisch, ne? Macht ja auch Sinn. Aber was ist hier unten? Munition. Ist aber MP5-Munition, die brauche ich ja erstmal noch nicht. Okay, ja, dann können wir wahrscheinlich doch darüber. Boah, ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Da oben kann man auch hin. Wisst ihr was, Leute? Ich rätsel nicht rum. Ich schaue einfach direkt, wie es hier am sinnvollsten zur Sache geht. Ja, bis gleich. Okay, ist wie folgt. Wir müssen tatsächlich auf das Boot. Das heißt, wir müssen ab und zu mal ins Wasser. Und wir können uns von dem Boot aus ein Schlauchboot holen. Das ist ganz nice. Den Abschnitt hier, den Stück, wollte ich gerade sagen, können wir also schwimmen. So, hier rüber. Und wir müssen, glaube ich, jetzt hier hoch, oder? Ja, ich meine schon. Genau, man kann sich nämlich hier lang ziehen.
Warte mal. Wird aber, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft, oder? Naja, egal. Krieg das schon hoffentlich hin. Ich werde natürlich da oben speichern. Um möglichst das Ganze nicht nochmal jetzt hier machen zu müssen. Warte mal, wo habe ich gespeichert? Oh. Ich habe dieses kleine Level da überspeichert. Egal. So. Ah ja, okay. Das geht eigentlich. So, ich würde mal direkt Shotgun auswählen. Davon haben wir ja nicht so viel Schuss. Aber wir sollen wohl gleich einige Gegner kommen. So, hier rein in die Kiste. Müssen wir uns hier erstmal durcharbeiten. Genau, hier der Hebel. Kommt der nächste. Vollasi. Okay, die wollen auch immer nochmal einen Gnadenschuss abgeben. Okay, wir sind hier falsch irgendwie. Hm. Wo geht's lang? Ich höre jemanden. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, hier unten, okay. Hier unten geht's lang. Das habe ich natürlich erstmal übersehen. So, jetzt hier lang. Ey. Och, Lara. Hä? Was macht sie denn? So, muss ich jetzt hier runter? Genau, hier. Um das Schlauchboot ins Wasser hinabzulassen. Was? Wo ist einer? Warte mal, erstmal gebe ich mir ein kleines Medipack. Dann droppen wir das erstmal zu Wasser. Ja, wäre cool, wenn du die Kamera hier verschwinden lässt. Okay. Oh. Aber ich weiß nicht, wo der auf einmal herkam. Das ist mir auf jeden Fall... Ja. Munition schön und gut, aber bringt mir ja nichts. Dann immer noch 952. Ja, das ist Maximum. Von den anderen Waffen wäre gar nicht mal so schlecht, mehr Munition zu kriegen. Hier eigentlich. Ah, ich müsste mich vielleicht erstmal gescheiter hinstellen. Ah, hier geht's direkt raus. Genau, und dann jetzt... Au, ein Boot. So, ich speichere mal eben. Jolele. Ach, wir kommen... Okay, wir müssen einmal außen rumfahren. fahren. 993, cool. Hier ist düster. Hier gibt es einen Kristall, aber scheiß auf den. Euch nicht. Hoppala. Ey, komm schon. Boah, ich dachte gerade, da unten ist ein Vieh, aber das ist nur unser Schatten. Das ist zum Glück nur unser Schatten. Da müssen wir... Hier hin? Ey, Lara, was? Ah, keine Muni mehr. Okay, ich verstehe. Na komm, Siegel machen wir auch leer. Aber wobei, komm, lass mal lieber
die hier machen, wenn wir schon so viel Munition davon haben. Die können wir uns vielleicht noch ein bisschen aufheben. So, jetzt müssen wir genau uns hier oben langhangeln. Oh, das war knabbi. So, und wir müssen... Ah, hier drüben hin. Ist nämlich ein Weg. Ein Weg ist da. Würde man auch hier rüber kommen? Ne, würde man nicht. Ach, wir müssen bestimmt dann hier irgendwie das Tor wahrscheinlich aufmachen. Oh, ne, irgendwie ist hier eine Map-Grenze. Ah, ne, doch nicht. Das ist nur wegen dem Tor. Aber wir müssen wahrscheinlich dann hier lang. Vermute ich jetzt mal. Wir gucken mal. Ich habe nur bis ungefähr hierhin geguckt. Ich werde gleich nochmal ein bisschen selber probieren. Und wenn ich nicht weiterkomme, muss ich Herr YouTube fragen. Oder Frau YouTube. Ich weiß nicht, ob YouTube männlich oder weiblich ist. Kann ich so nicht sagen. Hey. 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 What? Hey. Alter. Der Husky hat mich einfach gerade angegriffen. Das ist wahrscheinlich ein Husky, oder? Ich hoffe. Nicht, dass ihr mich jetzt wieder korrigieren müsst. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Leben, sehe ich auch gerade. Komm, wir können mal ein großes nehmen. Hier irgendwo? Shotgun-Munition. Wunderschön. Na, vielleicht kriegen wir hier wieder ein bisschen Munition für die ein oder andere Waffe. Aber immer noch keine Uzi bekommen, ne? Wirklich Kacke für mich. So, ich speichere mal eben. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier rein. Gibt ja keinen anderen Weg, also gehe ich mal stark von aus. Oh Gott. Ach, Lara, wieso packst du denn immer die Waffe gleich wieder weg? Du alte Kuh. Okay. Da geht's wahrscheinlich rein. Hm. Ich gucke mich mal eben um. Was gibt's hier? Hier geht's lang. Unten ist Granatwerfermunition. Brauche ich aber. Wobei, doch. Würde ich mitnehmen. Dann geht's hier irgendwo hin. Jetzt zurück oder was? Boah, das ist ganz schön verstrickt hier alles. Andererseits geht's aber auch hier hinten lang. Mann, so viele Wege hier. Ja, ich gucke mal lieber mal nach. Ich will jetzt nicht unnötig wieder hin und her laufen. Bis gleich. Okay, ich bin hier ziemlich richtig. Ich muss sogar hier runter. Upsala. Und wir müssen uns hier hocharbeiten. Aber wir müssen jetzt hier gleich irgendwie zwei Ventile aufmachen. Ich glaube, das war das hier. Da siehst du, da wäre ich jetzt aber auch nicht selber drauf gekommen. Das Ventil und das letzte. Sagen. Macht sie das denn nicht? Genau, weil jetzt hat sich die Luke hier für uns oben geöffnet. Ey, Lara, hoch. So. Jetzt müssen wir da in diesen Raum. Ich weiß, wir müssen irgendwo uns dann noch einen Schlüssel holen. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel für diese Hütte. Steuerung, Alter, ist die ekelhaft, ey. Uah. So.
So, jetzt müssen wir uns hier irgendwo frei. Ah, hier in den. Irgendwo. Musste Lara sich Schlüssel holen. Ist gar nicht das Gebäude. Oh, Feuer, Vorsicht. Ah, wir müssen hier lang. Ah, ja. So, hier lang. Ah, ja. Jetzt weiß ich's. Ja, der guckt mich zwar harmlos an, aber der will mich, glaube ich, angreifen, wenn ich das richtig verstehe. Nicht mit mir, Freunde. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier rein. Ja, doch, ich glaube, doch, ich muss hier rein. Boah, Alter! Der war voll weit weg. Was hat er denn für einen weiten Sprung hingelegt? Genau, hier ist der Schlüssel, den ich brauche. Ich hoffe, das ist der richtige Schlüssel. Ah, war noch nicht tot. War ich zu früh losgelassen. Oh, warte mal. Uzi! Oh, wie geil! Endlich! Jetzt sind wir vollzählig mit allen Waffen. Jetzt habe ich wieder alles am Mann. Oder an der Frau. So, wo ging es jetzt lang? Ich glaube, hier ist er nicht lang gegangen in dem Video. Später erst, oder? Ah, ich gucke lieber nochmal. Ich möchte mich jetzt nicht verlaufen. Okay. Wir müssen theoretisch wieder zurück. Und da, wo ich durch dieses explodierte Gebäude oder was das auch immer darstellen soll, durchgelaufen bin, hier hinten gibt es dann noch einen Weg. Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Genau hier lang. Hier müssen wir uns auch noch irgendwas holen. Ich glaube, noch ein Schlüssel oder irgendwas war da noch zumindest. So, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt hier lang. Genau, jetzt müssen wir uns hier. Oh. Alter, noch ein Hund. Oh Gott, Lara. Das war jetzt knappi. Warte mal, ich speichere erstmal. Nicht, dass ich gleich, weil ich vergesse, mich als zu regenerieren, draufgehe. So, jetzt müssen wir hier rein. Huch. Medikit? So, ich gucke mich jetzt erstmal gründlich um. Nicht, dass ich was vergesse oder übersehe. Da ist ein Schalter. Der macht uns gleich irgendeine Luke auf, glaube ich. Ah, hier, genau. Chromebar. Das war, was wir uns hier holen mussten. Wofür auch immer die gut sein wird. Werden wir noch herausfinden. Oh. Shotgun-Munition. Dankeschön. Das ist wirklich nett von euch. So, die Luke können wir gleich aufmachen. Da befindet sich irgendwas dahinter. Oh, kleines Medikit nur. Naja, besser als nichts. Besser als nichts. So, jetzt müssen wir wieder raus. Oh. Wollte gerade loslaufen. Gott. War knapp. So, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Warte mal, wie war das nochmal?
Ich glaube, jetzt müssen wir zu dieser einen Brücke da. Shotgun-Munition nehme ich auch mit. Ich dachte, man kommt hier gar nicht hin, aber scheinbar schon. So, ah ja, genau. Da unten wollte ich mir noch die Granatwerfer-Munition holen. Warte mal. Ah, okay. Ach, da unten ist ein Hund. Ich wusste doch, ich habe irgendwo was gehört gehabt. Och, Lara. So. Jetzt wieder hier hoch. Und ich glaube, dann zurück und weiter weiß ich nicht mehr. Muss ich mich dann, glaube ich, wieder erkundigen. Wahrscheinlich. Also ich vermute mal, dass wir hier rein müssen. Ich geh jetzt einfach mal rein. Ich gucke mal. Ach, geht gar nicht. Okay. Ja, dann gucke ich doch lieber mal, was ich jetzt zu tun habe. Okay, ich habe jetzt wieder mal ein paar Minuten geschaut. Wir müssen scheinbar hier rein. Hä? Hier schon? Ah, doch. Ich war hier schon mal. So, jetzt müssen wir hier hoch. Glaube ich zumindest. Er ist zumindest hier hochgegangen. Er hat da irgendwas geholt. Aber ich konnte es leider nicht erkennen. So, den Hebel aktivieren. Da geht eine Luke auf. Und jetzt können hier die Chromebar oder Brechstange benutzen. Die kann man sogar mehrmals benutzen. Das ist ganz cool. Muss ihn dann halt nur immer wieder aufheben. So, jetzt hier langhangeln. Und da rein. Und die Tür müssen wir von innen aufmachen, tatsächlich. So, ich weiß nur, dass es hier drüben auch noch ein Medikit gibt. Ja, da unten läuft einer. Das nehmen wir selbstverständlich mit, wenn ich schon weiß. Dann auf jeden Fall mitnehmen. So. Gibt's hier irgendwas? Nö, hier gibt's eigentlich gar nichts. Okay. Vielleicht müssen wir später nochmal hin, ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder hier lang, wenn ich mich nicht täusche. Ah, es ist alles sehr verwirrend und jetzt meine hier lang. Wir müssen wieder zurück zum Schlauchboot. Ach, ich muss hier drauf, okay. So, und mit der Crownbar. Guck mal einer an. Raketenwerfer-Muni. Lara? Lara, bitte. Oh mein Gott. Ich war viel zu tollpatschig und zu langsam. Das war knappi. So, wir müssen jetzt mit der Crownbar wieder uns hier den Weg durchbahnen, weil... Wir können jetzt gleich die Schneise da aufmachen. Okay, Laras Körpertemperatur dauert ein bisschen, bis sie wieder ansteigt. Achso, warte mal. Erstmal hier.
Ja, da draußen steht schon wieder einer, der wartet auf mich. Und man sieht Lara da auch durch dieses Ding durchglitschen. Und jetzt den Schlüssel, den wir gefunden hatten. Hier, was? Torsteuerungsschlüssel. Genau. So, jetzt müsste das offen sein. Komm her, Kumpel. Hast du was für mich? Naja, dann nicht. So, jetzt hier rein. Und was tricky ist, was ich, also bis hierhin habe ich geguckt. Hier unten ist ja so eine Höhle oder was. Und da müssen wir uns jetzt einen weiteren Schlüssel holen. Hätte ich das jetzt hier selber alles versucht, wäre ich da nie im Leben drauf gekommen. Lara? Abspringen? Hast du Bock? Ja, jetzt. Okay. So. Das ist wirklich knifflig, Alter. Also was heißt knifflig, aber gut platziert, dass man das nicht auf Anhieb checkt. So, warte mal, geht's hier irgendwo hin? Ich weiß es halt nicht, was jetzt Phase ist. Hier ist Shotgun Money. Ich würde einfach nochmal kurz gucken, um auf Nummer sicher zu gehen. Okay. Also ich könnte theoretisch jetzt hier lang, aber wir haben ja den Schlüssel geholt für diese eine Hütte da. Der Schlüssel, den wir jetzt hier aufgehoben haben, ist nämlich für diese Hütte, wo wir ganz am Anfang waren. Da gibt es nämlich ein Kristall und Munition, deswegen fahren wir da nochmal wieder hin. Und dann müssen wir trotzdem wieder zurück, wo wir gerade waren. Also man könnte hier wahrscheinlich sich noch viel weiter austoben, aber kein Bock. Genau, und außerdem, ich muss noch ein Thumbnail machen. Deswegen werde ich das hier auch gleich nutzen. Ah, nein. Oh, ich dachte schon. So. Hier gibt es nämlich jetzt Stuff für uns. Hüttenschlüssel, genau. Ist zwar nicht notwendig, aber wenn ich schon weiß... Oh Gott. Mit dem Hund habe ich nicht gerechnet. Aber was gibt's denn hier Schönes für uns? Ja, Muni für die Uzi und für... Ja, Fackel. Sogar zwei Munis. Cool. Ja, ich würde eben mal ein Thumbnail machen, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, okay. So, dann wieder ab aufs Boot. Oh nein, Lara, bitte. Lara? Es ist kalt. Du musst ins Bötchen. So. Feini. Tatsächlich geht das Level ganz schön schnell, wenn man weiß, was man zu tun hat, ne? Also ich hätte jetzt wirklich wahrscheinlich hier wieder stundenlang rumexperimentiert. Das muss man schon sagen. Umso weiter man im Spiel voranschreitet, umso kniffliger und vielfältiger werden die Level von den, ja, sag ich mal, Möglichkeiten, wo man was finden kann. Hier müssen wir gleich lang. Wir fahren aber erstmal... Nee. Oder? Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Nee, wir müssen hier nicht gleich lang, aber... Ja, dann hole ich mir die Muni trotzdem, wenn ich schon hier bin. Hä? Ah, das war nur sein Versteck. Verstehe. Aber die Uzi-Munition müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, so gut es geht. Ja, Shotgun-Munition nehme ich auch mit. Weil davon hatte ich ja auch nicht mehr so viel. Was macht sie denn als? Perfekt. Ah, okay. Mit einem Jump kommt man da nur hin. Okay. Frau Lara, bitte. So, danke. Okay, hier ist nichts. So. Hier ist Finish. Wie geht's für uns jetzt weiter? So, ich speichere mal eben. Okay, hier hoch. Achso, ja, okay, ich dachte gerade, dass es so eine rutschige Stelle ist.
Boah. Ich dachte, der hat hey gesagt. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hier hin? Ach so, hier geht's nur in den Tod. Okay. Dann sollte ich hier aufpassen. Boah. Ich dachte schon, der trifft mich jetzt. Sau. Ich glaube, jetzt ist hier Ende, oder? Oh yes. Kommen Sie nur herein. Machen Sie es gemütlich. Bin sofort da. Gemütlich? Ich habe gerade den Bruder von Jeff Goldblum in Die Fliege getroffen. Faszinierend, nicht wahr? Er war Ihr Angestellter. Er war Molekularbiologe. Er wäre von sich gefesselt gewesen. Dank diesem Material wurden seine Hox-Gene, die Gene, die unseren Körper strukturieren, vervielfältigt. Dadurch wird unser Körperbau unermesslich komplex. Aber all das ist nur ein Bruchteil der Möglichkeiten. Mein Freund war nur dem Stoff ausgesetzt, von dem der Meteoritenkrater durchdrungen war. Die wahre Kapazität liegt in seinem Kern, an den ich dank der Artefakte, an denen Sie so hängen, gelangen werde. Aber Sie haben keine Kontrolle darüber. Hier geht's nicht um irgendwelche Spontanmutationen. Wir reden hier von einer völlig natürlichen Beschleunigung der Evolution, einem Freilandlabor sich weiterentwickelnden Leben. Nicht jeder hier will Versuchskaninchen werden, egal mit wie vielen Gliedmaßen. Das ist Pech. Hier gab es zu viele Fehlversuche. Der Zeitpunkt ist optimal. Ich kann nicht einfach aufhören. Die ignoranten Polynesier sind geflohen, Darwins dämliche Matrosen ebenso. Ironischerweise entging Darwin deshalb der neue Evolutionsansatz. Aber jetzt bin ich da. Ich habe den Zugang, das Wissen, die Artefakte. Schon, aber Sie haben mich in Indien getroffen, mich auf die Suche nach den Artefakten geschickt und mich hierher geführt, damit ich mir Ihr Geschwätz anhöre. Ihre Vorstellung vom optimalen Zeitpunkt ist mangelhaft. Da will ich mir nichts sagen. Oh, Lara? Ich glaube, du hast da gerade jemanden provoziert. Oh nein, jetzt haut er mit unseren Artefakten ab. Ach, Lara. Bam, bam. Und weg ist er. Jetzt klaut er sich natürlich unser Boot wahrscheinlich, oder? Yo. Das ist das Ding also, wo ich gerade fast in den Tod gestürzt wäre. Erschieß ihn, Lara. Oh, Mann. Lara. Was hast du denn für ein Aim? Okay, jetzt geht's unterirdisch wahrscheinlich weiter. Aber gut, das war's mit Antarktis. Ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und...